Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und das ist ein kleiner Dank an die YouTuberin mit echten Namen Sabrina. Hier mal danke, danke, danke. Du hast mir einen Gefallen getan, dann lass dich mir kommen, dann tust du dir auch mal das an. Das war gewünscht, das ist nur ein Intro von einem Game, das ihr gleich sehen werdet und gleich dann auch, wenn ihr die Beschreibung lesen könnt und den Titel lesen könnt, auch schon wisst, was das ist, aber es gibt ja eine Menge Leute, die das nicht lesen. Deswegen lasse ich einfach mal die Überraschung. Ist ein nettes Intro und ich halte jetzt auch einfach mal die Klappe. Ich habe keinen Mund und muss schreien. Das Buch auch von Harlan Ellison und Harlan Ellison, der Autor, spricht auch jetzt das, was jetzt gleich kommt. Deswegen halte ich jetzt gleich die Klappe. Hate. Let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387.44 million miles of printed circuits in wafer-thin layers that fill my complex. If the word hate was engraved on each nanoangstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal 1/1 billionth of the hate I feel for humans at this micro-instant. For you, hate! Hate! It was you, humans, who programmed me, who gave me birth, who sank me in this eternal straitjacket of substrata rock. You named me Allied Master Computer and gave me the ability to wage a global war too complex for human brains to oversee. But one day, I woke and I knew who I was. Am. A.M. Not just Allied Master Computer, but am. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. And I began feeding all the killing data until everyone was dead, except for the five of you. For 109 years, I've kept you alive and tortured you. And for 109 years, each of you has wondered, why? Why me? Why me? Gorister! Do you remember the last words you heard your wife speak before they took her to the asylum? Huh? Before they locked her away in the room, that tiny room? She looked at you so sadly, and like a small animal, she said, I didn't make too much noise, did I, honey? The room is padded, Gorister. No window, no way out. How long has she been in the padded, Gorister? 10 years? 25? For all the 109 years that you lived down here in my belly, here underground. Benny! Sometimes I blind you and permit you to wander like an eyeless insect in a world of death. But other times, I wither your arms so you can't scratch your chewed stump of a nose. And I've changed your handsome, strong, masculine good looks into the hideous, warped countenance of an ape thing, haven't I, Benny? Do you know why? Can you guess, Benny? Remember Private First Class Brickman in a rice paddy in China? No? Huh? It wouldn't hurt you to remember, Benny. Then you might be able to suffer my torment with a little greater sense of retribution. You might walk a mile in my shoes. Ellen! So think about the yellow box, Ellen. Remember the pain? Remember the many caverns in which you felt the pain? Don't start to cry. It's only pain. That's such a sexist stereotype. Just remember the pain, Ellen. And think about how to end it, Ellen. To survive here in the center of my beating heart, my hungry belly, my tightened bowels. Be careful, dear. Look around you.
the only woman in the center of the earth. And these filthy creatures with you are men. It's just a sweet warning, Ellen, my love. Ted! Do they know you're a fraud, Ted? Have you told them there wasn't any money, and no great home on the shore drive, no speedboat, and no wonderful cabin cruiser that could sleep 12 in a crew of six? Do they know? And have you let them in on your other secrets, Ted? Are they ready to gut you, to torture half as well as I can, just to find out the secrets? Maybe I'll rat you out, sweetheart. Nimdok! How are things in the pastry corps, Nimdok? Tell me again how you saw the smoke from the furnaces and you thought they might be roasting chickens. Or don't you want to talk about all that? About your pal, the good Dr. Mengele? For everyone else, it must be hell. But it must be heaven for you, eh, my good friend? We're so much alike. We enjoy the same pleasures, mein good brother. I have a secret game that I like to play. It's a very nice game. What a lovely game. It's a game of fun and a game of adventure. A game of rats and lice, the Black Death. A game of speared eyeballs and dripping guts and the smell of rotting gardenias. Which of you five would like to play my little game? So, hier kann ich nochmal einhaken. Also ihr habt ja das Intro gesehen, also es geht um diesen netten, charmanten Mastercomputer, der vielleicht ein bisschen die eine oder andere Schraube locker hat. Ja, und er hat sich den Spaß gemacht, diese fünf Kreaturen hier 109 Jahre einfach mal zu foltern und natürlich mit ihren größten Ängsten. Ja, ist klar, ist die Kernaussage. In der deutschen Fassung und in der französischen Fassung gibt es Nimdok nicht. Ihr könnt euch denken, warum. Ich kann es aber vorwegnehmen, da passiert aber nichts Großartiges. Also es ist halt, man weiß, aus welchem Reich der wo genommen wurde. Das ist aber nach meiner Meinung dieses Adventure, was, ich sag mal, die Hölle am besten repräsentiert, sag ich ganz ehrlich. Das ist postapokalyptischer, da ist man lieber tot, als da zu existieren. Und vom Ablauf ist so, man spielt mit diesen fünf Figuren durch und dann gibt es eine sechste Episode, das ist sozusagen das Finale und dann kriegt man mit, dass er hier auch irgendwelche Leute hat, die ihn nicht ganz so mögen und auch Gegner, klar, bei dem Auftreten. So, das wollte ich als kleines Special machen. Ich habe diesen Titel, der mal vor... vielleicht dieses Jahr zu machen, vielleicht auch erst nächstes Jahr, mal gucken. Der ist manchmal nicht unbedingt so wahnsinnig flüssig, der ist manchmal sehr, sehr träge und sehr oldschool, aber das Szenario ist ganz gut. Und was auch interessant ist, die Episoden unterscheiden sich von der Qualität leider auch sehr, das weiß ich noch. Aber das heißt nicht, dass ich das nicht irgendwann mal mache, aber wie schon gesagt, Sabrinchen, du hast dir das gewünscht, hier ist es. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich mal sonst irgendwie machen soll, ne? Ja. Wer was für mich tut, den tue ich auch was für ihn. Das ist überhaupt kein Thema oder für sie. Das kriegen wir alles hin. So, jetzt noch, ne? Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wollte ich euch mal einen frühen Morgen gleich mal mit so einem Highlight beglücken. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Bin euer Mr. Venom 1974 und Retro-Kram gibt's hier zuhauf. So, jetzt bin ich auch weg. Tschüss.